Die Staubrennkanzel. Gerüchten zufolge ist die mit T5 bewertete Tour der Geheimtipp für gehfaule BergsteigerInnen im Alpstein. Wer nur den Kraxelteil mitnehmen möchte, kann bis zum Bergassos Staubrenn mit der Seilbahn fahren. Alternativ kann man so wie wir in Brülisau starten. Letztes Mal sind wir da hoch und dieses Mal geht's da in Richtung Staubrennkanzel. Das wird definitiv länger, spannender, wilder. Ja, in Richtung... Wir müssen in Richtung Pfannenstiel, Wildhaus, Plattenböd, die Bollenwes, Rotsteinpass. Hier kommt jetzt ein sehr, sehr wichtiger Abzweig. Wir folgen hier nämlich jetzt dem unmarkierten Weg in Richtung Hohenkasten. Und auch hier folgen wir dem rechten Weg. Und da ist sogar was ausgeschildert. Geil, weil genau da wollen wir auch langlaufen. Der Wald erlichtet sich. Was für eine wunderschöne Stierweide. Aus Grund des Umweltschutzes. Jetzt sieht man auch mal schön den Grat. Da kommen wir hoch und dann geht es da rüber. Und da hinten sieht man mit viel Glück das Berggasthaus Staubern und die Staubernkanzel. Nächste Abzweigung. Hier müssen wir nach links in Richtung Hohenkasten und Staubern ist auch ausgeschildert. Perfekt. Soll. Auf zum Stauberen. Jetzt sind wir am Grat. Passt. Guck mal da. Ich denke, so hoch, aber ich glaube, es geht jetzt immer noch hoch und runter, oder? Ja, aber so slightly nur. Nicht so crazy. Das ist da vorne schon unser Gipfel, ne? Ja. Welches ist das? Das ist Friedhaus, oder? Ne, das ist die Ebenalp. Oh. Und ich sehe schon, du gehst direkt in den richtigen Abzweig. So, keine Ahnung, ob das hier jetzt richtig ist, aber wir probieren das mal aus. Das ist gut. So muss das sein. Sieht gut aus? Sehr gut. Und gar nicht brüchig. Ja, du bist auf Karwendel gewöhnt. Junge, ich möchte nicht darüber reden, mein Urlaub. Es ist wirklich eine normale Wanderung, ist wie Joggen am Strand. Aber man hat halt Baba Geröllabfahrten. Und zwar egal, wo du dran bist. Wow, aber das stelle ich mir so geil vor. Aber die sind halt auch schon ein bisschen ausgelutscht, wenn man direkt unten dran eine Gebirgsjägerkaserne hat. Ja, das Einzige, wo ich bisher so regelmäßig geile Abfahrten hatte, war in Dolomiten. Das hält, wenn ich jetzt hier falle. Nö. Soll ich auch nicht. Weißt du, das ist sowieso der Profi-Tipp. Einfach nicht runterfallen. Einfach laufen, ohne zu fallen. Der Profi-Tipp von unserem Bergführer auf Kiekun war, mit Bommelmütze fahren, da fährt man besser, weil da fliegt man nicht hin. Hier kann man geil gucken. Ich sehe immer nur den Skihang. Oh, sieht doch witzig aus. Und die haben es immerhin gut geschafft. Alter, weißt du, wie diese lose Seide ist? Yeah.
Ja. Uah. Geil. Sei ein Macher, kein Lacher oder so. Ich möchte auch mal einen Weg versichern, wo ich dann so sagen kann, ja, hab ich da reingelegt. Ja, da musst du so, ich glaube, der Alpenverein macht so Shit, oder? Ja? Ich vermute durch den Riss. Ich habe mir auch voll abgeholt. Das ist nämlich das, was ich am Altmann hatte. Ja? Oder muss ich mir halt abgeholt. Die Angst vorm Fallen. Fallen. Puh, hat er recht. Ich hab's doch gesagt, Gipfelkreuz. Wäre kein Gipfel. Nein. Okay. Ich muss das machen. Strava, pausieren. Daniel Alexandra Estland. Wir genießen einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich will nochmal was Dummes gehen. Ja! Schön sein. Hui! War geil. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.